So, hallo an alle zur nächsten Folge vom Mega-Projekt. Mal schnell wieder joinen. Geht das? Ja doch, ich sag gerade, du hast eine Fehlermeldung. Kommt oder so? Nein, tut es nicht. Jetzt hängt es wieder ein bisschen. Ich habe Black Screen. Jetzt kommt so langsam. Ich weiß nicht, wie es im Video zu sehen ist. Welt lädt sich. Ja, ich bin wieder ein klein wenig fitter. Wer mich in der letzten Folge mal so übelst verpennt sehen wollte, der guckt, der kann gerne mal reingucken. Da habe ich mir fast eingepennt hier. Weil es relativ spät war, jetzt bin ich wieder einigermaßen auf dem Damm und okay. So, genau, wir haben hier, glaube ich, noch einiges zu tun gehabt, beziehungsweise wollten noch einiges machen, nur was? Das war die Frage. Eigentlich war das als nächstes, was geplant ist, das Tor hier. Da müsste ich mich schon wieder schlau machen, ich habe immer nicht geguckt. Ich habe hier so ein Grundsetup fertig gemacht, der auch so halbwegs funktioniert, da gibt es auch noch einiges zu verbessern. Und ja gut, wer die erste Folge gesehen hat, ich gehe mal kurz runter zur Solarpanel-Produktion, weil in der Zeit, wo wir jetzt weg waren, hier die 4-5 Tage auf der Gamescom, ist einiges passiert im Sinne von, was die geschafft hatten. Wenn ich da mal reingucke, hier, da, so. Okay, das ist nett. Und die sind auch übrigens wieder seit, warte kurz, lass mal ausrechnen. Seit heute Nacht um 3 oder so habe ich so die 2 Stacks noch dazu gekriegt, plus den, der war auch nicht ganz voll. Das heißt, ein Klartext, ich schätze mal so 2,5 Stacks für 12 Stunden. Weniger, für 10 Stunden. Oder? 10, ne, sag mal 11. Für 11 Stunden gibt es 2,5 Stacks. Okay, sagen wir mal am Tag so 6 Stacks ungefähr. Am Tag 6 Stacks von den Dingern. Das ist geil. Das ist einfach nur mega geil. Irgendwas ist hier rappelt vorne, können wir gleich wieder durchheizen. Wir könnten theoretisch jetzt fast schon wieder fast 4 neue Hafhaus machen, aber das spare ich mir gerade mal ein bisschen. Okay, nur so viel dazu. Denn wir wollten ja noch ein klein wenig weiter verschiedene Sachen optimieren. Einerseits hier diese Autarchic Gates machen, wie auch immer die Dinger heißen. Andererseits mal kurz gucken, wie sieht es eigentlich aus mit der Mumpfalle. Müssen wir vielleicht mal ein bisschen, obwohl, das geht eigentlich gerade. Ich wollte schon sagen, durchfahren, weil die ganzen Viecher grillen. Haben Sie irgendwas Spezielles? Liegt da was? Ah ne, es war der Pissen, ich dachte gerade schon. Okay, so, dann, hier ist ein Block Erde drauf. Ich weiß nicht, wie der hinkommt, ist aber schon Enderman oder so. Und hier ist jetzt genau das Ding noch gewesen. Wir wollten das hier in kleinen Tacken vergrößern, soweit ich weiß, um den Platz vollständig auszunutzen. Und ganz unten muss endlich mal ein vernünftiges Lager, also etwas Größeres, wo vielleicht nochmal Bilder dran sind, man sieht, was in welcher Kiste irgendwie drin ist, so Sachen, wo du einfach um reinschmeißt, es automatisch sortiert wird. Und einfach mal was Großes, ja, wir haben oben nur so Minispeicher und dann dauernd sind die Kisten dann auch wieder überfüllt, dass ich schon teilweise Sachen wo reinschmeißen muss, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Und das geht so nicht, meine Freunde, das geht so nicht. Müssen wir was machen. Also ganz unten, Kelleretage wird dann sozusagen das Lager sein. Oder, warte mal, vielleicht könnten wir das, ich habe noch eine Idee. Könnten das vielleicht sogar allerfleichtens sogar auch einfach hier machen, dass einfach groß und oben runter geht, so eine Wand, wo halt auf verschiedenen Stockwerken hochlaufen können und dann die Kisten reingucken können. Das würde auch gehen. Dann müsst ihr das nicht so weit nach unten verlagern und es hätte ein bisschen mehr Stil als dieses, ich mache einfach einen Raum, wo alles reinkommt und dann reingestafft und so. Das heißt, wir müssen das vielleicht mal hier machen, nochmal so ein bisschen Lagerorganisation. Das wäre ganz geil. Oben die Quarry müssen wir auch dann wieder abbauen, weil die steht jetzt einfach nur doof rum und keine Ahnung, macht irgendwas. So, und dann kann ich ja theoretisch hier einmal ganz kurz durchgehen. So, bisschen die Wand noch mit abbauen. Ist ja egal, ob das Ding hier mit abgeht. Das ist ja. Baut sich ja neu auf, wenn man die Quarry noch starten würde. Obwohl, die ist hier aber eigentlich eh fertig. Wir brauchen eigentlich auch keine Quarry, die irgendwie Ressourcen sammelt oder so. Haben wir eigentlich auch genug. Doch, vielleicht. Warte. Silber. Ich glaube, man kann Silber ohne Gregtech hier nicht aus Yu-Yu Matter herstellen. Und deshalb müssten wir vielleicht mal irgendwie so eine aufstellen, nur um Silber zu kriegen. Den Rest schmeißen wir weg, die aus dem Plupp, weg. Nein, behalten natürlich auch, aber ihr wisst schon, was gemeint ist. Jedenfalls haben wir so viele Generatoren hier, die werde ich mal verschenken. Für Leute, die sich so Solarpanels machen wollen, brauchen oder was auch immer. Auf jeden Fall Generatoren, die, oh, das ist so viel zusammengekommen, was im Verhältnis mäßig wenig hier durch, wo die Circuits zu wenig waren, so viele Generatoren sind zu viel. Ja, das ist aber auch wieder eine andere Geschichte. Also, Autarchic Gates. Erstens, um das hier nochmal zu verbessern, ihr seht, hier habe ich schon teilweise übersetzt, hier fehlt noch eins. Dann fehlt auch noch hier ein Autarch oder jede Menge Autarchic Gates, damit das ein bisschen besser klappt oder nicht so viel Lag, zieht oder was rum, einfach schöner, das heißt schöner, einfacher aussieht, machen sie einfacher. Und hier bei den Maschinen wollte ich auch noch Autarchic Gates anbringen und ja. Und eine Sache genau wollte ich auch noch machen, neben dem Tor da draußen. Das ist nämlich erstmal hier die Produktion für das Scrap zu erhöhen. Das werde ich nach unten verlegen. Das werde ich nicht mehr hier oben machen, die Scrap-Produktion.
Wir wollten Igneous Extruder machen. Ich mache mir erstmal einen Stack von diesen Igneous Extrudern. Ihr seht ja, wie übelst das abgeht hier mit den Scrapboxen, wenn ich hier... Ich hoffe mal... Nein, das ist kein Tag. Wenn ich da reinschmeiße, das wird richtig durchgepfiffen und so könnten wir die Produktion im Moment Vielfaches steigern sogar noch. Und das habe ich halt bis jetzt immer irgendwie vernachlässigt, nie bedacht, bin mir so auf Solarpanel-Dings gegangen. Weil wir mal zu einem Zeitpunkt das Limit erreicht hatten. Das Limit war schon mal erreicht. So, wenn ich hier die Scrapboxen reinhaue, zack, eins. Noch eins. Und das wäre dann die Standardproduktion, wenn wir genug Scrapboxen hinkriegen. Dafür brauchen wir Autocrafting-Table, vielleicht auch ein paar Gates, damit das Ganze wieder funktioniert, statt den Redstone-Engines. Und die werde ich jetzt erstmal machen. Nochmal nebenbei. Boah. Jetzt wird es aber schlimm mit der Stimme. Verdammt, ich wollte es früher machen. In der Folge mache ich in der nächsten oder übernächsten. Machst du übernächsten Folge, weil die zweite mal besser geguckt wird. Und zwar, Simon habe ich ja in dem Gamescom-Video so ein bisschen abgewürgt, in Anführungszeichen. Nein, habe ich nicht, weil er wollte ja noch am Schluss was sagen. Und zwar, der wollte einfach nur zu diesem spontanen Video noch was sagen. Ein bisschen scherzhaft dann gemeint. Ich würde das vielleicht nochmal in einem normalen Megaprojekt-Folge mit reinschneiden. Das war einfach nur ein geiles Ende. Oder was heißt geil? Das war einfach ein passendes Ende, als sie dann die Hand vor die Kamera gemacht hat. Und deshalb habe ich da auch den Cut gesetzt. Ich wollte die Szene eigentlich gar nicht mit reinschneiden. Ich dachte, es wäre nur so ein guter Gag zum Schluss. Und nein, der Typ, der war nicht ich. Ach ja, schön. Ich bin noch zu keiner Sekunde im Video zu sehen. Auch nicht der dann da ist, wenn die Kamera da geschwenkt wird, weil ich gerade die Kamera halte. Also kann ich nicht davor stehen. Das ist ja auch irgendwie logisch. Ich habe gesagt, der steht da und habe die Kamera gedreht. Das war ich, der das gesagt hat. Ich wollte eigentlich auf Steffen dann zeigen. Also der stand dann da, wie gesagt. Ne? Dann sind die auch hingegangen. Ja, hey, Sparkner, alles klar, da. Der Typ im Hintergrund, der hat damit gar nichts zu tun gehabt. Müssen wir echt mal die Scrapboxen durchhalten. Die sind nur rum, gammeln hier vor sich hin. Okay, schön einfach nur anzugucken manchmal. Ja, so viel dazu. Also Szene von dem, was er noch sagen wollte, schneide ich noch mit rein. Kommt dann nochmal im nächsten Video und ich müsste mal gucken, ob ich es heute... Ne, heute schaffe ich das nicht mehr. Ich habe auch noch... Es gibt noch zwei weitere Gamescom-Videos. Und zwar... für Spiele, die mir angezockt haben. Kleiner Bericht dazu, was es dafür gibt, ob es sich lohnt zu kaufen, dies und das. Habe ich dann noch mit Steffen zusammen gemacht. Gucken wir uns das Ganze mal an. Und ich muss jetzt gleich noch mit dem Saints Row aufnehmen. Saints Row 4 gibt ein neues Let's Play auf Smart Gaming TV. Wie in der letzten Folge erwähne ich es jetzt hier nochmal, falls viele Leute wieder vergessen oder nicht mitkriegen oder was auch immer. Herr Bockhardt, schaut mal rein. Ist jetzt erst nur rausgekommen am 23. Und wir haben uns gedacht, wir zocken das erstmal. Saints Row war geil, wir haben es auch angezockt. Und da gibt es auch einen kleinen Bericht dazu von der Gamescom. Live, nicht live, halb live. So Afterlife. Okay. Dann hätten wir hier die ganze Geschichte erstmal fertig soweit. Also, auf dem Plan steht Igneous Extruder machen. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Das war so der nächste Plan. Ich habe es wieder vergessen. Igneous von das Garagentor muss ich nur mal... Na, weil ich mich hinsetzen. Habe da mal ein Tutorial zugesehen. Genau, Tin brauchen wir dafür. Dann brauchen wir Pneumatic Servo. Brauchen erstmal, ich meine das Stackweise, ne? Ein Stack Redstone, zwei Stacks Eisen und zwei Stacks Glas. Eisen habe ich ja zufällig noch hier ein bisschen was. Stackweise. Hau ich mal ganz kurz rein. Und den Minium Stone habe ich ganz vergessen. Der ist nämlich hier drin. So, nochmal. Minium Stone. Gibt's vier Stacks. Na, so viel brauche ich nicht. Ich brauche nur 64 maximal. Das schickt ja schon vollkommen aus. Mach hier ein bisschen davon und davon, ein bisschen davon, eine Prise davon. Dann klappt das schon. Ich brauche jetzt mal vier jeweils rein. So, okay. Übrigens, falls irgendjemand ein Bild oder was weiß ich immer von mir irgendwo, irgendwann irgendwie gemacht hat, auf der Gamescom oder so, behaltet's für euch und gut ist. Muss keiner wissen. Und das ist, ja, mehr oder weniger eine Bitte, wie soll ich sagen. Ich fühle mich da unwohl, wie gesagt, in Bildern, Kameras, was auch immer zu sein. Deshalb zeige ich mich auch nicht, ganz einfach. So, ich glaube, das Ding war so. Okay, Pneumatic Servo. Jetzt zumindest das eine Teil nochmal. Zwei Stacks Tin. Habe ich irgendwo hier? Ich habe ja, wie gesagt, einen Kumpel noch dabei gehabt, noch jemanden für die Kamera und alles. Ich halte mich weit, das ist größtenteils immer bedeckt. Also wenn ihr einen Typ seht, der eine Kamera hält, der gerade bei Dings stand, nein, das bin auch nicht zwangsläufig ich. Ich habe mir da so ein kleines Team mehr oder weniger noch zusammengestellt und habe mich da schön an weggechillt, in Anführungszeichen. Wo waren denn? War das schon alles an Tin? Muss auch... Alter, ich habe gedacht, ich hätte noch mehr Tin übrig. Dann halt nicht. Da ist noch ein bisschen Zeug. Okay, so. Aber es war schon geil, sag ich jetzt mal. Ihr habt es ja im Gamescom-Messe-Video allgemein gesehen. Ausführlicher Bericht dazu. Was heißt, okay, das ist ausführlicher Bericht. Ausführliche Diskussion, was so die Tage basiert ist, was wir gemacht haben. Dies und das gibt es dann nochmal in den normalen Let's Play-Videos. Welche dann auch im Titel nochmal kennzeichnen.
Allerdings nicht mega weg. Hier muss ich mich wieder ein bisschen konzentrieren. Normalen Let's Play-Video kommen dann die Gesprächsthemen wieder raus. Wir führen die Gesprächsthemen wieder ein, wenn es klappt. Und dann wird das auch schon mal ein erstes gutes Gesprächsthema. Es gibt bestimmt 4 oder 5 Folgen. Ich habe da so viel zu erzählen, was passiert ist. Über die GC. Einfach nur geil. So. Die Dinger werden durchgeheizt. Das ist dann später für Tin. Was müssen wir die Dinger machen? Machine Frame. Nochmal 4 Stacks Eisen, 1 Stack Gold und 4 Stacks Glas. Okay. Das heißt, Damm, das waren die... Ja, warte mal, ich habe schon 2. 4 Stacks und 1 Stack. Damm ist so. Okay, dann, die kommen raus. Minium Stone. Dann Glas nochmal, auch nochmal 4 Stacks. Oder? Nee. Oder? Nee. Oder? Doch, 4 Stacks. Eigentlich brauchen wir 6 Stacks, weil da außen ja auch noch welche sind. Das heißt, machen wir überall mal 6 Stück rein. Nee, Quatsch. 12 Stück eigentlich rein, ne? Ich hoffe, das reicht. 4, 5, 6 Stacks. Okay, passt. Okay, dann hätten wir die auch schon fertig. Jetzt könnten wir eigentlich das hier machen, das hier machen, das hier machen, das hier machen, das hier machen. Jetzt fehlen noch die Pistons. Und zwar auch wieder 64 Stück. Le Cobblestone brauche ich 4 Stacks. Stimmt, die Cobblestone haben auch nicht wirklich was, ne? Ich würde gerne mal wissen, wie viel immer so zusammenkommt. Obwohl, das ist gerade ein bisschen schwachsinnig, hier die ganze Zeit den Koppel rauszuflicken. Habe ich noch Kobbel? Ich brauche welche für Pistons. Kobbel? Nein. Nein, 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 nein. Nein, immer noch nein, noch mehr nein. Vielleicht hier irgendwo noch was. Ach so, genau, hier habe ich ja ausgebuddelt. Kobbel 2. Da. Dreimal Holz, einmal Eisen. Ich glaube, da hatten wir noch. Genau, einmal Eisen. Dreimal Holz, viermal Cobblestone, ein Stack Redstone noch. Das wird immer so, ja, was heißt teuer? Scheiß auf teuer, wir haben genug hier von dem Zeug. So, Redstone war wieder hier unten, das Ding. Einmal durchgehen. So, und Eisen und Holz und Holz, 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 Holz. Holz war oben. Müssen wir nochmal einen ganzen, oder fast einen ganzen Stack von dem normalen Wood durchflexen. Das war hier. Oakwood. Da rein, da rein. Das da, das da. Mittlerweile, also so langsam kriegt man es halt raus. Wenn ich einmal drauf gehe, so. Das, 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 das. Haben wir sofort einen Stack Pistons fertig. Jetzt brauchen wir noch 2 Stacks hin. Dann müssen wir eigentlich haben, oder? Das Glas haben wir, die Servo-Tubes-Dinger, irgendwas haben wir. Das hatten wir. Dralalalalalalala. Und das hatten wir auch. So. Dings da, Dings da, Dings da. Igneous Extruder. Hätten wir 64 Stück. Das Problem ist, wir brauchen jetzt sehr viel Lava auch wieder. Um da wieder Lava reinzufüllen. 64 Eimer mit Lava. Ich weiß gar nicht, ob das mit... Ich hoffe, das geht mit Tinsets, dass man Igneous Extruder mit Zellen befüllen kann. So, die stehen hier. Anderweitig würde ich das so vorschlagen, die Fabrikationsanlage, die könnten wir hier irgendwie so hinstellen, nur für die Scrap-Produktion. Die Spinnen-Spawner müssen mal weg hier, die nerven nämlich langsam. Das passt nicht so ganz mit der Beleuchtung, hier ist irgendwie zu dunkel. Kommen wir gleich oben die Portal-Gun, legt das Teil mal so ein bisschen um hier. Spinnen-Spawner, wo tun wir sie denn mal am besten hin? Ich stelle sie mal ganz blöd hier hinten in die Ecke, dazu rausfliegen, rausfliegen. War da wieder eine Spinne drin? Sah gerade so aus. Und zwar mir kurz die Portal Gun hier schnappen. Plopp. Danke. Und dann stellen wir die Spawn einfach mal ganz schnell um. Plopp. Man muss dran denken, man kann doch durch Wände gehen. Das ist so ungewohnt, das ist so geil. Manchmal träumt man, man kann durch Wände gehen. Habe ich ab und zu mal. Das ist voll cool. Komm schon, geh. Jetzt da. Genau, und den setze ich einfach mal ganz blöd hier in die Ecke rein. So. Bleib mal da stehen. So. Und spawn mal nix. Wenn's geht. Bitte. Gerade mal nix spawnen. Die stelle ich mal daneben. Und den auch nochmal daneben. Plopp. Nicht auf Fackeln stellen, sonst gibt's ein Schweinespawner. Boah, das erinnert mich jetzt gerade wieder was von der Gamescom. Steffen, der hatte so ein Oh ne, das ist fies, das darf man nicht sagen. Das ist fies. Und ein Witz, der hat sich einfach die ganze Zeit ein Video reingezogen, weil sie die ganze Zeit bepisst hat vor Lachen.
Aber da würde ja jemand, keiner, der macht das hier über jemanden lustig in dem Video und das kann ich hier nicht bringen. Das geht nicht. Ich kann mich schlecht über andere lustig machen. Aber jetzt ist er weggeschmissen den ganzen Tag. Hat was mit Lispeln zu tun und mit dem Wort Baum. Wer es vielleicht kennt, weiß Bescheid, aber erinnert mich jetzt gerade irgendwie dran wegen Swine-Spawner. So, okay. Das bleibt erstmal so stehen. Das haben wir dann fertig. Jetzt hier überlege ich, wo die Dinger hinkommen. Also es muss ein Crafting-Table hin. Es müssen auch ganze Maschine von... Weißt du was? Ich kann mir das ja leisten, gell? Ich kann mir das ja leisten. Wir machen aber 64 Recycler dahinter. Warte mal kurz. Oh, scheiße, das wird teuer. Das wird teuer. Kompressor auch. Maschinenblock, Electronic Circuit. Ja, es wird teuer. Aber dann mal gucken, was wir da machen. Am Ende lohnt es sich ja. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und tschüssen.